herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, und zuallererst, ich habe Post bekommen, und zwar vom Gemeinderat bzw. vom Gericht. Alles ein bisschen sehr merkwürdig. Ich zeige hier gerade mal den Brief. Und ja, was da drin steht, kann ich eigentlich nicht verstehen, weil es steht nichts drin. Also generell hat man, ich meine, mindestens 2 Wochen Widerspruchsrecht oder sogar 2 Monate. Ich habe kein Widerspruchsrecht. Außerdem ist die Zahlungsaufforderung innerhalb von einer Woche, was eigentlich auch nicht rechtens ist. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, in welchem Rechtsstaat wir leben, ob das vielleicht hier ein bisschen anders ist oder keine Ahnung, aber irgendwie stimmt da alles ein bisschen nicht ganz so, wie es sein sollte. Da bin ich ein bisschen, ja, schockiert, überrascht und verwirrt. Aber dann muss ich auch gerade mal mit dem Diesel telefonieren. Klingelingeling. Diesel. Folge hier, servus. Servus. Hast du eigentlich einen Ladewagen? Den hatte der Stefan letztes Mal ausgeliehen. Keine Ahnung, wo der den hingebracht hat. Okay. Weil ich vermisse so einige Anhänger. Mein Viehhänger ist weg. Der Viehhänger steht noch bei Metzger. Achso. Ja, und dann halt noch der Ladewagen, ne? Okay. Den Viehhänger, den stelle ich dir mal gerade an den Hof. Ja, ich bin sowieso gerade noch ein bisschen was am Verkaufen. Weil ich habe jetzt fast das Geld für den Schreiner zusammen. Okay. Gut. Wenn ich den Ladewagen bei dir am Hof finde, also du bist bei dir am Hof. Ja. Dann steht er da nicht. Nein. Schade. Okay. Ja, vielleicht finde ich den ja irgendwo. Ja. Gut, ansonsten, was macht denn ihr da gerade in der Gemeinde, ey? Da läuft alles drunter und drüber. Ja. Weiß ich auch nicht, ja. Ich weiß ja nicht, was er nochmal vor meinem Kopf hat, weil er informiert mich nie. Okay. Volle Kommunikation, würde ich sagen. Ja, zum einen das und zum anderen werden da Beschlüsse gefasst, die gar nicht rechtskräftig sind. Ich habe jetzt einen Gerichtsbeschluss gekriegt, dass ich Geld zahlen soll. Wegen diesem Unfalldingens da. Ja. Aber das ist nicht rechtskräftig, was da drin steht. Da muss ich am besten einen Neumann halten. Da habe ich nichts mit zu kriegen. Okay. Weil ich habe die Einladung nicht geschrieben. Welche Einladung? Oder deine Gerichtsdingens da, den Brief. Ja, ist aber unterschrieben mit Gemeinderat und Polizeidienststelle. Ja, aber wenn ich immer unterschreibe, dann unterschreibe ich nicht mit Gemeinderat, sondern bin Diesel, also... Ja, aber du müsstest ja wenigstens über den Beschluss Bescheid wissen. Ja, wüsste ich auch gerne was von, aber ich habe davon keine Info gekriegt. Okay. Gut, ja, dann gucken wir mal, was da passiert. Jo. Jo. Dann würde ich gerade noch mal... Warte mal, ich bin gleich da. Dann gucke ich mal beim Metzger kurz rein. Wie viel... Ob da noch ein bisschen Platz ist. Dann würde ich nämlich vielleicht noch ein paar Schweinchen abholen. Ja, ich habe 87. Also, willst du dann ein bisschen warten? Dann würde ich auch sagen, bis ich wieder so über den 100 habe. Okay. Weil sonst sinkt wieder die Produktivitätsrate der Viecher. Naja klar, mehr Schweinchen machen auch mehr Kinder. Richtig. Ist ja logisch. Okay. Warum? Ja, ich habe ja letzte Woche 24 Kühe abgeholt von Blaubeeren. Blaubeer. Okay. Dann bringe ich dir jetzt einen Anhänger vorbei. Alles klar. Gut, ciao. Gut, ciao, ciao. Interessant, dass der überhaupt nicht informiert ist, obwohl er im Gemeinderat sitzt.
Kann eigentlich nicht sein. Also da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut und der Mittelfinger wird dauernd in die Höhe gereckt. Aber so kann es eigentlich nicht sein. Und da bin ich ganz froh, dass ich schon den Anwalt eingeschalten habe. Mit dem werde ich auch demnächst nochmal telefonieren und dann gucken wir mal, was der da schon in Erfahrung gebracht hat. Weil so geht's nicht. Also ich lasse hier nicht irgendwelche Spielchen mit mir machen. Ein bisschen zu schnell. Was ist denn jetzt passiert? Da sind wir irgendwie vom rechten Weg abgekommen. €100 pro 1000 Liter und dies nur beim Einlagern von den Produkten. Also das ist mal die erste Information, die ich hier rechtzeitig kriege, beziehungsweise nachdem ich mich ja letzte Woche beschwert habe über die Kosten beim Zentrallager. Muss ich doch gerade mal gucken, was das jetzt für mich bedeutet. 6400. Oder? Also 12.800. Die Gemeinde probiert halt Geld ranzuscharren, wo es nur geht, ne? Könnt ihr fast annehmen, dass die bald pleite sind. Da steht ein Ladewagen. Klingelingeling. Bitte. Ja, folge hier nochmal. Was hast denn du für einen Ladewagen? Ein Fendt. Ja, der steht doch hier. Hä? Der steht hier ganz hinten im Unterstand. Echt jetzt? So. Okay. Da hatte ich den aber beim letzten Mal nicht reingestellt. Wahrscheinlich einer reingestellt. Ja, Stefan. Jo. Ich nehme den mal mit. Jo. Gut, danke dir. Gerne, ciao. Ciao, ciao. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ich fahre links rum. So, und dann rufen wir gleich mal hier einen schönen Anwalt an. Und dann gucken wir mal, ob der Zeit für mich hat, damit er auch über den Gerichtsbeschluss drüber schauen kann. Klingelingeling. Eber, hallo. Ja, Volker Varuna, ja, hallo. Guten Tag, Herr Varuna. Ich habe Ihnen einen Scan per E-Mail geschickt. Haben Sie den schon erhalten? Ja, den dürfte ich, glaube ich, schon erhalten haben. Von dem fragwürdigen Gerichtsbeschluss. Ja. Das ist aus meiner Sicht fragwürdig. Ich hatte leider noch keine Zeit, diesen durchzulesen. Okay, würden Sie das mal tun und dann eventuell bei mir vorbeikommen? Ja, können wir machen. Kommen Sie zu mir an den Hof. Ich würde mich dann bei Ihnen melden, sobald ich. Melden Sie sich dann, sobald Sie da sind, dann komme ich bei Ihnen vorbei. Also zu mir am Hof.
Jo. Okay, supi. Muss nämlich ein Gut. bisschen Stroh aufsammeln. Danke, tschüss. Tschüss. So, dann kann ich hier nämlich mal anfangen, Stroh zu sammeln. Wenn das klappt. Gut. Das Stroh werde ich wahrscheinlich direkt verkaufen. €19 ist natürlich nichts, aber ja, oder ich kipp erstmal so viel wie geht bei mir ins Hofsilo. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Rest machen. Oh ja. Gerade meinen Stift suchen, wo habe ich denn jetzt hier? Oh, jetzt klingelt auch. Ja, Volker Baruna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Da. Ach, hier liegt er doch. Jo. Einmal steuern. Ja, wie viel? Aufgeschrieben. Wie immer. 1000. Jo, ist raus. Bezüglich des Zentrallagers hat der Anwalt schon mit dir wieder geredet? Nö, hat er nicht erwähnt. Hat er noch nicht erwähnt? Nee, um was geht's? War nur gerade bei mir, weil er wegen der Zentrallagegeschichte ja, mit mir gesprochen hatte, da du ja vorher kein Bescheid bekommen hast, dass es was ab sofort kostet. Also jetzt ist es auf jeden Fall raus, dass es was kosten wird. Und ich habe bin mit ihnen jetzt so weit verblieben, dass man noch mal verhandeln kann wegen dem Preis, weil du es ja noch nicht wusstest. Inwiefern verhandeln? Ja, dass die Kosten halt weniger werden. Weil Ja, die das heißt, ich kann jetzige. jetzt mit dir verhandeln, was ich da zahle, oder wie? Ja, also nicht. Das gilt jetzt nur, weil du keine Besche nicht Bescheid bekommen hast, dass es was kostet. Weil jetzt haben wir das so geregelt, dass das ganze Einlagern im Zentrallager 100 € pro 1000 Liter gilt, aber das nur einmalig beim Einlagern gilt. Okay. Heißt, du hast irgendwie 128.000 Liter reingelagert, das wären jetzt 12.800. Und da könnten wir, wenn da die Hälfte machen, ich Auf weiß nicht, 6.400. ja, das könnten wir machen. Da du nicht Bescheid bekommen hast. Das nehme ich doch mal vernünftig. So kann man doch ein bisschen. Das finde ich doch schon mal gut, ja. Da kann man drüber reden. Aber
Sowas wie letzte Woche, das finde ich nicht so toll. Ja. Perfekt. Dann kann ich das auch von der Liste streichen. So, was ist jetzt mit eigentlich mit meinen Lohnsteuer, mit meiner Steuer? Darf ich dir immer noch nicht auszahlen? Warum denn nicht? Da muss erstmal das Gericht, neue Gericht gemacht werden. Warum neues Gericht? Naja, du hast ja nochmal verlangt, dass das nochmal ein Gericht nochmal neu gemacht wird. Ja, warum kriege ich dann einen Gerichtsbeschluss? Das ist vom Alten. Ah. Denke ich mal. Okay. Ich denke nicht, dass es vom Neuen ist. Ja, naja, steht da schon ein Termin fest? Nee, ich frag gleich mal den Polizisten. Der Polizist war auch gerade bei mir und er wollte auch, glaube ich, nochmal vorbeischauen bei dir. Okay. Also nicht kontrollieren, er wollte dich, glaube ich, irgendwas fragen, soweit ich weiß. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt. Jo. Okay, dann bis dann. Tschüss. Ciao. Ah, Dingelingeling. Jo, Weber hier. Ja, Wolke war 100 nochmal, hallo. Jetzt habe ich gerade vom Neumann erfahren, dass der Gerichtsbeschluss, den ich Ihnen gefaxt habe, gesendet habe, dass es wohl der alte Gerichtsbeschluss wäre. Also der ist wohl nicht der aktuelle. Weil ich hatte sie ja beauftragt und dann wollte man ja Widerspruch einlegen. Deshalb ist es nur der alte Gerichtsbeschluss. Okay. Also der ist wohl noch nicht rechtskräftig. Weil, oder wie auch immer, weil ich ja Widerspruch eingelegt habe. Aber trotzdem die Form, weiß nicht, wie die Gemeinde hier ihre Formbriefe schreibt. Bisschen merkwürdig. Aber dann machen wir da erstmal nichts. Und der Herr Jäger wollte bei mir nochmal vorbeikommen und dann einen neuen Termin vereinbaren. Bin mal gespannt. Ach so, ja, ich wäre nämlich gerade an Ihrem Hof. Ach, wir sind schon da. Und ich glaube, da vorne steht der Jäger bei mir am Feld. Der wird sich jetzt nur gleich doof gucken, weil ich fahre jetzt gleich wieder zurück. Also wenn Sie wollen, dann kommen Sie doch mal zum Viehhändler. Da bin ich nämlich am Feld aktiv gerade. Achso, das waren Sie. Ja. In so einem LKW. Ja. Ja? Kommen Sie? Ja. Okay, dann bis gleich. Gleich. Tschüss. So, der glaubt ja wohl jetzt nicht wirklich, dass ich da anhalt, um mit ihm zu schnacken. Wobei, der Neumann hat es ja angekündigt, dass er kommt, ne? Aber trotzdem. Eieiei. Riesenfrosch im Hals. So. Frei. So, da muss ich mal kurz was rechnen. Schönen guten Tag, Herr Varuna. Warum sind Sie denn so blass? Geht? Ach, ich komme aus dem Urlaub. Ach so, okay. Folgendes. Ja. Und zwar, wir benötigen wieder Ressourcen für das Wasserwerk. Ja. Nur, Sie wollten dem Herrn Neumann nichts verkaufen. Ja, ich hatte nichts. Ja, wie haben Sie denn jetzt was? Ne, müsst ihr mal gerade nachgucken. Hallo, Herr Weber. Guten Tag. Und, gut, dass Sie da sind, dann kann ich hier gleich.
Das trifft dich echt gut, dass er da ist. Weil Herr Neumann eine Anzeige gegen Sie geschrieben hat. Gegen wen? Gegen Sie. Gegen mich? Ja, wegen Beamtenbeleidigung. Wegen was? Wegen Beamtenbeleidigung. Moment. Oder was ist Ihnen wichtiger, Holzkohle oder das andere? Egal. Also wir nehmen beides, wir haben es momentan dringend nötig. Sie haben die Beamtenbeleidigung nötig? Nein, ich meinte, Sie meinten jetzt wegen der Sache, wegen Holzkohle und so weiter und so fort. Also Moment, ich guck nochmal. Ich hätte da 15 Paletten Holzscheitel. Wie viel würden die denn pro Palette kosten? Wie gesagt, das letzte Mal. Ist schon. Ich hatte mir da eine Notiz gemacht, die habe ich aber verlegt. Das waren 2000, glaube ich. Pro Palette. Und wie sieht's mit Holzkohle aus oder ist Ihnen momentan Holzscheitel lieber? Ich habe leider gar nicht so viel Holzkohle gerade. Ich bin jetzt an der Ernte, ich komme gerade nicht dazu, da Nachschub zur. Ja, an sich ist auch nicht schlimm. Was die Beamtenbeleidigung betrifft. Nee, jetzt machen wir erstmal ein Thema fertig, dann kommen wir zum nächsten. Gut. Lassen Sie mich das mal ganz kurz nachrechnen. 15 plus 10%. Ja. Er sollte nicht plus schreiben, sollte vielleicht mal schreiben. Ja, wir bei 33.000, wenn ich mich nicht irre. Also die 10% von dem Palettenpreis, ne? Ja, ja, klar. 20 mal 5, da kommt 2000. Bei mir aber was ganz anderes raus. Was kommt bei Ihnen raus? Also bei mir sind 10% 200. Ich weiß ja nicht, was Sie gerechnet haben, oder? Ich habe mich total verrechnet. Sie haben sich verrechnet. Wir können das mal gemeinsam machen. Ja, wäre mir, glaube ich, was lieber. Kommen Sie, gucken Sie mal hier ins Tablet. Ja. Jetzt tippen Sie ein. 2000 kostet ja eine Palette mal 15. Moment, ich bin gerade kurz überfordert. Also 2000 mal 15. 15. 30 mal 1,1. Ja? 1,1. Weil wir zahlen ja 110%. 10% Gewinn. Okay. Die Steuer lassen wir ja wieder weg. Dann sind wir bei 33.000 Euro. Okay, gut, dann machen wir das. Gut. So, haben Sie auch wieder was gelernt. Ja. Ja, wie schon gesagt, ich bin im Urlaub, da war sehr viel los und so. Ich muss das wieder richtig so ja, in den Berufsleben in kommen. Bahn. Bringen Sie das Neue wieder in die Bahn. Ja. So, und wenn wenn Sie das überwiesen haben, können Sie ins Sägewerk und das abholen. Ja, super. Super, das freut mich. Da strahlt mein Herz. Und meins erst, weil jetzt darf ich ja wieder fahren. Also entschuldigen Sie mein Lachen, aber ich finde das mit der Beamtenbeleidigung ein bisschen sehr lustig. Ja, machen wir gleich. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut gerne morgen wieder rein, dann geht's um die Beamtenbeleidigung. Ich bin mal gespannt, was ich da gesagt haben soll. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Haut rein, bis morgen. Ciao.